Willkommen zurück bei Let's Play Red Dead Redemption. Abfackel Nightmare, verdammte Scheiße. So. Überall sind sie, die Kreaturen. Da kommen irgendwelche Pferde. Oder war das die Fackel? Es hört sich an, wie als würden da ganz viele Pferde. Hotter, hotter und so. Ihr wisst Bescheid. So, wir haben eine Mission. Wir müssen Friedhöfe abfackeln. Friedhöfe, die sich leider nicht ganz im näheren Umkreis befinden, sondern nur so fast. Zurück in dein Loch, Partner. Zurück in dein Loch, Partner. Zurück in dein Loch, Partner. Und wenn wir diese Friedhöfe, wenn wir da ordentlich aufräumen, dann könnte es passieren, dass diese Untotenplage dann doch langsam nachlässt. Ich glaube, Friedhöfe sind so ein bisschen der Schlüssel des Ganzen. So, wir reiten einfach mal den Schienen entlang. Ein Zug fährt leider ja sowieso nicht mehr. Postkutsche gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Oh, sollen wir mal hier retten? Nee, das wird mir zu umfangreich, die Nummer. Das wird mir zu umfangreich. Wenn ich jetzt schon mit einer Fackel den Friedhof saubern soll. Putzkolonnen-Style und alles, was dazu gehört, hier im Wilden Westen. Und es ist schon lustig, auch immer die Dialoge zu verfolgen mit den ganzen Klischees drin. Das haben sie natürlich auch in Red Dead Redemption drin gehabt. Und hier bei Undead Nightmare nochmal so ein bisschen einen draufgelegt. Oh, ich lasse die Wölfchens lieber in Ruhe. Mit dem muss ich mich jetzt nicht anlegen. Oder Kojoten oder was das auch immer sind. Es wäre da einen guten Zahn drauf. Wir kommen gut voran. Auf zum nächsten Friedhof. Bei der nächsten Ortschaft. Das Problem ist, die ganzen Ortschaften sind halt auch von Infizierten bevölkert größtenteils. Oh nee, das ist die McFarlane Ranch. Vielleicht lebt ja Bonnie noch. Wenn Bonnie noch leben wird, müssen wir ihr helfen. Shit, aber wir haben noch kaum Munition. Wir haben gar nichts an Munition, würde ich fast sogar sagen. Kommen wir hier irgendwie rein in die McFarlane Ranch. Wir müssen den McFarlanes helfen, alleine wegen der guten alten Zeiten will. Okay. Shit. Nicht gut. Ich brenne euch alle nieder, ihr Verdammten. Ihr Gottverdammter. Ach du Scheiße, vielleicht doch nicht. Oh Gott, ich muss erstmal ein bisschen in Deckung. Hilfe! Ich glaube, das sind ein, zwei Zombies hinter mir her. Hilfe! Hört mich denn keiner? Hey, baller doch mal ein paar ab hier. Mach dich doch mal nützlich. Genau. Das kann da keiner anzünden. Da komme ich nicht raus, der Nummer. Nur mit Moonwalk. So, ein nach dem anderen. Schön anfackeln hier. Dann läuft die Nummer. Die sind ein bisschen blöd, Zombies, glücklicherweise. Das haben die so an sich. Weil die einfach stupide irgendwie dumm rumrennen. Aber das ist gerade auch nicht so schlecht. Denn guckt euch mal, wer hinterher uns her ist hier. Hier! Alte Nutte! Es war mir ein Vergnügen. Es war mir echt ein Vergnügen. Okay, ey, ich glaube, das wird echt hart. Wenn wir jetzt wirklich keine Munition mehr haben. Oh mein Gott, wird das ein Rundümpelspiel. Der Ratter ist voll scheiße, der kann das nämlich gar nicht. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß und darum geht's doch. Hey. So, mein kleines Pferd. Ich glaube, wir überlegen uns das nochmal mit der McFarlane Ranch, oder? Ach Mann, das kann ich dir Bonnie nicht antun. Oder nicht ihrem Vater. Das waren so nette Personen. Es ist jetzt wieder voll. Ich habe echt nur einen gottverdammten Schuss. Ich muss eigentlich zurück nach Hause. Das wäre eigentlich die einzige Variante. Wo sind denn hier überhaupt noch Zombies? Die meisten habe ich doch eh angelockt. Immer wenn ich solche Strohhaufen sehe, will ich mich da automatisch drin verstecken. Wegen Assassin's Creed natürlich. Naturellement. Okay, die können wir einen nach dem anderen wegnehmen. So könnte das auch was mit der Fackel werden. So, dann machen die uns nicht viel. Aua! Junge Frau, sie sollten hier verbrennen. Genau, oder so. Auge raus, auch mal eine gute Nummer. So können wir einen nach dem anderen dezimieren. Aber wir müssen höllisch aufpassen, dass wir da nicht in die Fänge der Horde geraten. Denn eine Horde Zombies ist nicht gut da. So, schön machst du das, John. Schön machst du das. Junge Frau, das war mal ein schönes Kleid, was sie da hatten. Jetzt tökelt es nieder. Oh, das wieder. Da waren noch gar nicht so viele Prostituierte auf der McFarlane Ranch. Gibt es da was, ihr das wissen sollte? Über die McFarlane Ranch?
Oder sind das vielleicht auch Frauen, die einfach nur in ihrem Negligé rumgerannt sind? Damals gab es ja noch gar kein BH, glaube ich, ne? BH und sowas gab es ja alles noch nicht. Damals hatte man ja noch, waren Korsetts so voll im Trend. Sind es ja auch heute teilweise wieder, ne? So. Alter, das ist jetzt, das geht aber zu weit. Ich dachte, wir hätten darüber geredet, mein Kleiner, ne? Du sollst brennen, nicht ich. Ah, man sollte da auch nicht zu streng vorgehen. Man sollte die Jungs auch erlösen können. Ey, das klappt super mit der Fackel. Aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, hätte ich hier langsam gerne mal wieder ein bisschen Munition. Und damit geht das Spiel auch sehr knauserig. Ey! Geil, Munition. Ich glaub's ja wohl nicht. Das Repetiergewehr. So, jetzt kann ich mir in Ruhe hier die Leichen erstmal wegplündern. Ah, es wird langsam. Ja, macht er alles natürlich nur wegen Abigail und Jack. Der gute Johnny. Okay, das war's. So, jetzt können wir das Gewehr jetzt wieder hier, den Repetierkarabiner, könnte ich jetzt verwenden, genau. Den habe ich völlig links liegen gelassen auch die meiste Zeit, aber ist der eigentlich von der Genauigkeit recht praktikabel? Wobei ich eigentlich sagen muss, die Fackel ist ganz ehrlich jetzt, ohne es böse zu meinen, fast eine der besten Waffen, habe ich das dumpfe Gefühl. Deswegen wollte ich die auch einfach mal ausprobieren hier. Weil ganz ehrlich, mit zwei, drei Schlägen sind die angezündet. Ich zeige es euch hier nochmal als kurzes Beispiel. Und theoretisch kann ich die auch direkt zerknüppeln. Und die verbrennen. Wisst ihr, da muss ich nicht ganz so genau zielen. So. Das geht recht fix mit der Fackel. So eine Fackel bei einer Zombie-Plage kann ich nur empfehlen. Wenn ihr mal in eine Zombie-Plage geratet, auf jeden Fall ein Fackelchen mitnehmen. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn, ne? Der sich dann Zombie verwandelt hat. Leider. Ist natürlich blöd, wenn man den Nachbarn mochte. Kommt das immer ein bisschen doof, wenn man den dann so eine Fackelstange in den Kopf rammt. Aber hey, kann ich alles haben. So läuft das nun mal. So, da vorne sind noch ein paar Zombies. Viele gibt es hier gar nicht mehr in dem Gebiet. Die McFarlane Ranch. Ich will sie befreien in dieser Folge. Das ist sozusagen meine Mission für diese Folge. Ich glaube, da bin ich in eine Kugel reingekommen, oder? So, aber jetzt nicht, um euch nicht zu lange fackeln zu lassen, ja? Komm, weil ich habe jetzt lang genug gezeigt. Nehme ich mal wieder hier den Repetierkarabiner. Die Reptilkarabiner, quasi. So. Alter, da wäre Munition für mich. Danke. So, die Leiche nehme ich auch noch mit, bitte. Schön, dass sie sich da hingelegt haben. Useless, das habe ich gerne nicht. Oh, da hat er sich bewegt, der kleine Mann. Oh, ouch. Kann ich nicht gut heißen. So. Einer nach dem anderen, bitte. Oh, der geht aber ganz schön weit noch hier. Muss ich jetzt mal Fuß schießen. Immer mit der Ruhe, junger Mann, ne? Haben Sie nicht gehört, was ich zu Ihnen gesagt hatte? Ah, komm, du kannst dich auch mal hinlegen. Kleiner Siesta hier, ne? Schön in den Hinterkopf. Sagidi. So, was haben die Damen da? Hm? Ach, sie geben aber auch keine Ruhe. Boah. Und die Ladies, das habe ich nicht gerne. Das habe ich wirklich nicht gerne, Ladies. Das muss nicht sein. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. Ich glaube, ich muss flüchten. Patsch. Erledige verbleibende Untoten, um den Ort zu retten. Und da bin ich genau dabei. Genau das mache ich gerade quasi. Wenn die mich lassen würden. Oh Gott, jetzt bloß nicht sterben. Oh Gott. Jetzt bloß Kopf hinhalten. Sarazar. Jetzt bloß nicht verkacken hier bei der Nummer. Hey. Zack, auf dem Weg mal schnell weggeschnitzt. Ich glaube, das geht echt am besten, wenn man nah an die rangeht, oder? Genau, das ist die beste Nummer im Zaun. So, Chucky. Geil. Wir haben die alle niedergemetzelt. Jetzt kann ich endlich mal wieder aufstehen. Dann kriege ich nachher noch einen Rückenkrampf hier, der John Marston. Oh, der Ort wurde gerettet. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, dass wir diesen Ort wieder retten konnten? Ich wusste, das war eine waste of time. So, noch Muni für die Schrot und noch mehr Muni für die Schrot. Und wie viel haben wir jetzt für die Schrot?
Also so wirklich Munition haben wir immer noch nicht. Hier hatten wir auch mal ein Haus. Ich weiß gar nicht mehr, welches Haus war. Ich glaube, das da vorne war es, oder? Da hatten wir damals ganz viel Munition drin. Da konnten wir dann verweilen. Das war ja quasi der erste Ort damals. War das das Haus? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, als ich Red Dead Redemption gespielt hatte. Einige Monate sind vergangen, seitdem dich John Marston das letzte Mal seine Füße angebrannt hat. So, die freuen sich jetzt natürlich, dass wir ihnen geholfen haben, die Menschen. Munition! Ne, hier musstet ihr wirklich alles zusammensuchen, ne? Glaube ich. Also ich bin noch nicht ganz drin im Game, muss ich dazu sagen, ist dem einen oder anderen mit Sicherheit schon aufgefallen. Aber, hey, so eine kleine Dosis Verpeiltheit, die tut so einem Spielstil auch manchmal ganz gut. Ach cool, hier ist die weitere Kiste. Na komm schon, kleiner Mann, ne? So, nee, aber jetzt hier. Now you're talking. So, und jetzt reden wir mal mit Bonnie, die hoffentlich noch lebt. Bonnie McFarlane. First hell walks the earth and you turn up. Could my week get any worse? Oh, nice to see you too, Miss McFarlane. Oh, I thought you'd be dead. I heard things were bad in West Elizabeth. Sure. But it'll take more than an apocalypse to take me down. What are you? A demon or a cockroach? Both, I fear. How's your father? Fine and dandy. He should be coming out of that barn any moment now. Daddy! What's he doing in the barn? Daddy, John's here! Mr. Marston, you remember? That idiot bounty hunter. What was he doing in the barn? Just rounding up the undead and keeping them safe so the rest of us can go about our business. He's a real man. He's probably playing around with them. Daddy, stop teasing me! Now come on now! How long's he been in there? Not long. Only since yesterday. Yesterday? I better go have a look for him. Would you, John? You are kind. Call out to me if you find anything. I will do. Bonnie McFarlane. Ob er noch lebt, der gute Drew? Ich sage ja zu 80%, dass er nicht mehr leben wird hier. Dann wollen wir doch mal uns näher umschauen in der Scheune, in der er sich befinden soll. Irgendwo in diesem Areal hier, irgendwo im Umkreis, muss er ja sein. Ich glaube, wir müssen da hochklettern, oder? Oder vielleicht können wir so in die Scheune reinspazieren. Hier irgendwo drin ist er, der gute Mann. Der Vater von Bonnie McFarlane, die wirklich glaubt, dass er noch lebt, obwohl er seit gestern da drin ist. Also, die Chancen stehen eher schlecht, weil ich glaube, Drew war schon ein Mann, der sich helfen konnte. Und ich glaube, der hatte nicht vor, einfach mal da zu übernachten in der Scheune. Wenn er da ein schönes Bett gegenüber hat. Oder er hat sich verschanzt. Die Chance steht natürlich noch. Komme ich jetzt hier hoch? Nee, komme ich gar nicht, okay. Oh, da muss ich jetzt hier aufpassen, dass ich nicht runterplatsche. Okay, und jetzt hier langhangeln. Oh, ich hoffe, hier bin ich richtig. Ah, hier können wir komplett hoch. Ja, wir müssen irgendwie von oben in die Scheune reinkommen. Einziger Weg scheinbar, weil die ja versperrt ist. Ich erinnere mich auch noch an den Brand in der Scheune, wo wir die Pferde damals bei Red Dead Redemption Classic da rausgeholt hatten. Erledige die Untoten in der Scheune. Drew! You alright? Komm, nehmen wir erstmal den hier, oh, immer mit der Ruhe, mein Kleiner. Ist das Drew? Nicht, dass ich jetzt hier den Vater erschieße aus Versehen, ohne das zu wollen. So, der eine hätte schon Schädel weniger, oder? Ne, der steht nochmal auf. Der hat keinen Schädel weniger. Das ist einfach eine dicke Frau gewesen, oder? Scheiße, wie viele sind da denn? At least that made sense.
Okay. Hey, bleib doch stehen, junge Dame. Ach, jetzt kann ich die nicht erwischen. Ich will die natürlich in den Schädel ballern. Dann gehe ich mal ein bisschen runter hier. Oh, nicht, dass da einer um die Ecke steht. Das wäre nicht so schön. Komm schon. Oh, der war ein Schultertreffer. Aber ich bleib schön hier oben. Mal gucken, mit wie vielen Treffern ich die so erledigen kann. Also, Kopfschuss ist vonnöten, auf jeden Fall. Sonst bringt das nichts. So, unter uns sind noch zwei Feinde, wie mir die Karte verrät. Ups. So, schöne Nacken. Und hier ist unsere dicke Dame. Alter. Aber keine Spur von Drew. Ach, ich komme nicht so weit um den Bogen rum. Ah, da lobe ich mir die Tastatur und die Maus. Okay. Hey, kurzer Prozess. Wusste. Ach komm, ich renne einfach runter. Autsch. Ob das so gut war? Ob das so gut war? Ach du Scheiße. Das ist hier ganz schönes Dickerchen, die Dame hier. Haut ihr mich hier von Ring zu Ring? Drew, are you in here? Drew McFarlane hat sich verwandelt. Das wird Bonnie nicht gefallen. Tut mir leid, Drew. You were a good man. Das war er wirklich. Und es tut mir leid, Bonnie, dir das jetzt erzählen zu müssen. Das ist natürlich eine schwere Angelegenheit. Die drehen ja eh alle am Rad. Obwohl man auch sagen muss, dass sich diese Expansion nicht ganz so ernst nimmt wie beispielsweise Last of Us oder so. Ist schon eher ein bisschen spaßiger zu sehen, natürlich. Gut. Oh Mann, die arme Bonnie. Ja, müssen wir wohl jetzt noch mal zu ihr zurück. Ich bin gespannt, was sie uns erzählen wird in der nächsten Episode. Bonnies Vater Drew hat sich in einen Zombie verwandelt und wir müssen es Bonnie in der nächsten Folge irgendwie beibringen. Das wird kein leichter Weg. Dieser Weg wird eher steinig und schwer. Oh Mann, und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei.